Und hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Together. Ja, und bevor das da unten nicht wirklich lädt, springe ich da nicht so weit runter. ja, willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Together. Es ist wieder soweit. Ja, eigentlich möchte ich in dieser Anfangsaufnahmedatei eigentlich nur kurz ein paar Sachen machen, die sozusagen notwendig sind, denn übermorgen ist Mittwoch und da wird ein Chunkfix vorgenommen auf dem Server. Das heißt, alle Entities sind weg. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Und dazu habe ich mir noch dazu gedacht, dass es doch ganz gut wäre, wenn wir das doch schon eher machen würden. Und ich bin jetzt gerade noch Level 30, jetzt bin ich gerade am überlegen, was holen wir uns denn? Letztens habe ich den hier enchanted. Einen Eisenhelm hatte ich vom Rare Drop dabei. Ich war nämlich bei der Gerät war ich und da habe ich den bekommen. Und dann habe ich den gleich mit Level 30 enchanted. Äxte. Ich glaube, ich brauche wieder eine Axt. Ja, ich probiere nochmal eine Axt. 1, 2, 3. So. Falls ihr euch übrigens gerade fragt, warum ich Knochenmehl und Siblings dabei habe, ich bin gerade quasi beim Auftrag 27 Stacks. Oh. 27 Stacks Orkwood. Und ja. Irgendwo ist ja schließlich nicht von nirgendwo. Ah, verdammt, da wäre ein langer Text gewesen. Was würde jetzt wohl die Messer für einen Text nehmen? Die Messer würde bei dem Text auf jeden Fall zuschlagen. Und Messer, ich hasse dich. Na gut, ich hasse dich nicht. Kannst du nichts dafür. Es gibt wie immer mal Ausnahmen. Tut mir leid. Du hast gesagt, immer wenn viel Text da ist, kommt was Gutes. Weißt du was? Also okay. Gehe ich jetzt gleich mal zu Home. Und schenke ihr eine Axt. Da ich wieder nicht weiß, wo ihre Kisten sind. Verdammt, ich habe nicht genug Holz dabei. Weil ich gerade im Holzfarm bin. Cobblestone. Cobblestone, Sandstein. Sandgras. Stonebricks. Gefundene Dinge. Mobzeugs. Pfeile. Ich kenne mich hier in ihrem Lagersystem immer zu wenig aus. Lock. Hey, da war's. Jetzt. Ich brauche nur einen. Und jetzt brauche ich einen Crafting Table. Ich weiß zwar, wo ihre Diamantsachen sind. Ihre ganzen Werkzeuge, aber tun wir es jetzt mal nicht dazu. Hier, viel Text. Vielen Dank auch. naja. Gut. Müssen wir wieder zurück. Home 1 befindet sich momentan bei mir hier oben, weil es leichter von oben nach unten geht als von unten nach oben. Ist einfach so. Auch wenn das, wenn es so langsam lädt, ziemlich beunruhigend ist. Naja. So. Gut. Ja, was will ich jetzt machen? Warum muss ich das machen, was ich machen will? Ihr fragt euch jetzt, oder habt euch vielleicht schon mal gefragt, warum ich ab und zu immer so erwähnt habe, ja, da tun wir mal wieder Getreide ernten und da ist Getreide wieder fertig. Ja, ich habe Getreide gesammelt. Leider nicht so viel, wie ich wollte, bis ich es quasi mache. Wir können ja mal kurz runter. Na, nee, warten wir noch, bis wir das quasi hier fertig haben. Ja, gesammelt, damit wir uns Emeralds, ja, craften, wie sagt man denn, nicht craften, sondern kaufen können. Doch, leider ist es nicht so viel zusammengekommen, wie ich gerne hätte, bis quasi dieser neue Chunkfix da, was auch immer, gemacht wird. Ich könnte natürlich auch warten und hoffen, dass ich dann nochmal einen bekomme mit genau 19, ich meine 19 Getreide ist glaube ich das niedrigste, was es gibt, oder? Ja, oder zumindest einer der niedrigsten.
Ja, ich habe zwar meine unendliche Villager Breeding Ding, aber ich meine, sie verfallen ja ohnehin, also die Villager. Und ob es dann jetzt bei dem quasi der Trade verliert oder nicht, ist egal. Hauptsache, wir haben dann schon mal ein paar Emeralds. Denn ich finde den Block eigentlich ziemlich geil. Vom Aussehen her und so. Einige mögen ihn ja nicht, aber mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ups, da ist er leer. Das Deggy. So. Genau. Ich replante das schnell und dann sehen wir uns unten. So, und hier unten angekommen und alles soweit geerntet. Ja. Hier sieht man es vielleicht schon, ich habe einen Villager soweit eingesperrt, unseren Hauptverdächtigen. Wir haben kaum Blöcke dabei. Das ist nicht so gut. Was bist denn du eigentlich für einer? Ah, du bist down da. Down das Sucker. So. Und ja, ich habe schon eine Kiste und die andere fast voll quasi. Also alles in allem nicht so schlecht. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Und wenn dann so. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Silk Touch. Ja, von mir ist auch weg, 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 weg. Genau. So, und jetzt. Getreide. So viel Getreide wie nur irgendwie geht. Genau. Und den letzten Scheiß holen wir uns so. Dann machen wir die Kiste hier unten noch kaputt. Und die Kiste noch kaputt. Und dann beginnen wir mit dem Trading. Und ich sehe euch, wenn wir hoffentlich bald fertig sind. Bis gleich. So, und der letzte Stack ist auch vorbei. Ah ne, da ist tatsächlich noch ein bisschen was. Was sonst so rumgeflogen ist. Und er hat ihn noch nicht mal verloren. Ist ja mega Hammer von ihm. Da aber der Villager ja verschwindet, hauen wir das Zeug hier noch raus. Was wir sonst so noch haben. Und was hat er denn als neuen Trade? Gar nichts. Cool. Hat ihn behalten. Und ja, wir haben... warum sind die nicht zusammen? Wir haben fast 5 Stacks Emeralds bekommen. 4, 3 Viertel würde ich sagen. Und ich denke, das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Die Kiste können wir ja gleich wieder... Ah, jetzt hat er doch... Oh, vielleicht doch nicht. Vielleicht mager nicht. Mir ist es egal. Er kommt ja eh weg, leider. Aber nichtsdestotrotz, ich bin zufrieden mit ihm. Ich bin zufrieden. Wir haben Emeralds. Jawohl. So, dann hier mal erst wieder unser ganzes Zeug holen. Ach, das war die Instant Damage Potion von da. So rüber. Unsere super enchantete Schaufel. Da brauchen wir auch mal noch eine gescheite 30 Level enchantete. Meine andere habe ich ja der Messer geschenkt. Aber sie hat sie noch, hat sie gesagt. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo mal gesehen. Ah, das ist ein bisschen falsch hier. Zack, zack. Zack, zack. Stiggies kommen da hoch. Holz, wenn ich welches hätte, würde oben hinkommen. So. Natürlich reiße ich da auch noch gleich die Wand mit raus. So. Zack. Und zack. So. Den lassen wir wieder in Ruhe, aber er bleibt weiterhin mal eingesperrt. Vielleicht bekommen wir ihn ja wieder irgendwie wieder. Und ja. Ist doch mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Also, wir haben immer was. Und, ach ja, genau, was ich ja damit machen wollte. Ich weiß gar nicht, kann man die so craften? Nein. Aber wir haben... Haben wir? Wir bräuchten ein Crafting Table irgendwo. Wo haben wir ein Crafting Table? Haben wir hier ein Crafting... Ja, wir haben hier ein Crafting Table.
die Dinger sind ganz schön teuer. Fällt mir gerade so auf. Vier Blöcke reichen wir mir. So. Genau. Das finde ich macht nochmal einen guten extra eine Abrundung, wie auch immer. Sehr schön. Pretty nice. Können jetzt auch die auch noch hier mit Emeralds machen, aber ja, wir behalten die erstmal so. Genau. Ich werde jetzt weiter mit dem Baumauftrag machen und ja, die Aufnahme werde ich für heute quasi soweit lassen. Wir sehen uns dann morgen wieder, aber quasi jetzt. So, und willkommen zurück. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ihr. Ja, seitdem der Chunkfix war, ist es mittlerweile schon. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, war der Chunkfix diese Woche oder war er schon letzte Woche? auf jeden Fall, ja, 5 Tage locker oder so. Ja, war er echt erst diese Woche? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Zeit vergeht eigentlich viel zu schnell. aber ja, 1.4 ist heute. Heute? Gestern? Gestern, heute? Hey, brutal. Ich glaube gestern. Ja, gestern ist die 1.4 rausgekommen. aber der Server ist noch nicht auf 1.4. Und deswegen noch in der 1.3 hier unterwegs. Wir. Und, ja. Momentan sind überall ganzen Entities weg. Das heißt, auch mein Bett vermutlicherweise. Weil da hat der Messer letztens erklärt, dass Betten als Entities zählen. Ne, es ist noch da. Ah, dann war das bei ihr, weil sie da ihr Haus ein bisschen, naja, nennen wir es mal, kaputt gemacht hat. ja, ihr seht, dass ich da letztens alles zur Erde unten geändert habe, damit jetzt alles passt. Das heißt, wir brauchen Kies. Nicht, dass. Hey, momentan kann da sogar jemand einbrechen. Aber ja, es kann da nur unten rumlaufen. Na gut, dann schauen wir mal kurz runter. Hier ist alles mit dem Alten, wir brauchen Kies und ich muss, glaube ich, die Sensibilität wieder ein bisschen hochstellen. Das ist ein bisschen zu viel. Das ist eigentlich wieder so wie vorher. Ja, das dürfte ungefähr hinkommen, ja. 8 dürften reichen. Dann schauen wir doch nochmal kurz hoch und machen das da vorne schnell fertig. So, und es reicht natürlich nicht. Gut, dann holen wir uns eben noch zwei. Zack, zack. Oh, das da einmal wieder zu. Wenn der schon die ganze Zeit offen ist. Ey, gehst du auf. So, jetzt ist es wieder schön. Und ja, 1.4 ist quasi schon angekommen und auf dem Server steht es kurz bevor. Und ich habe ja gesagt, ich möchte dann in 1.4 diesen Raum da hinten. Ich glaube, den habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, so wie jetzt ist. Damals war er viel kleiner, jetzt ist er riesengroß. nochmal in die Richtung erweitert. Doppelt so groß jetzt. Und hier in der Mitte möchte ich quasi den Eingang haben. 4 breit mindestens. Weil das hier so über die Seite ist. Scheiße. Dann wird das heißt, das hier kommt alles weg. Das kommt dann vermutlicherweise hier, wenn man quasi dann über die 4 Stufen hier runter geht, einfach geradeaus weiter da irgendwo rein. Und ja, der Rest wird ja Storage Room. Genau weiß ich noch nicht, wie ich es mache. So auf jeden Fall nicht. Das ist momentan nur temporary, weil sie mit ein paar Sachen voll geklatscht. Was ist das? Nein. Bügen, okay. Das ist von der Mob-Farm eben alle Kisten mal voll gewesen. Und die oberen habe ich halt schon wieder ein paar gebraucht. Muss ich halt nur irgendwie zwischenlagern. Und ja, das heißt, das hier kommt wieder alles weg, aber das wird später dann neu und anders bisschen wahrscheinlich hier dann dahinter in so eine kleine Extra-Nische eingebaut. Was ich auch machen möchte, ist, ich weiß auch nicht, noch nicht wohin genau, den Enchanting Table möchte ich hier runtersetzen. Auch am besten in so eine Nische. Und ab der 1.4 gibt es ja diesen Anvil. Den möchte ich auch in eine extra Nische haben. Dass ich vielleicht in der Mitte eben
Rauchstand, links Enchanten und rechts Anvil Hop. Wie genau ich das dann noch machen werde, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht mache ich auch hier nach dem Abstand, nach dem Abstieg zwei frei und dann hier Enchanting und dann rechts dann den Anvil. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, Lichtsystem funktioniert soweit eigentlich, also angeschlossen ist es. Ihr seht ungefähr, wie es angeht und ausgeht. Ja. Momentan noch kein Nutzen. Was ist das? Das darf nicht sein. Genau. Ja, es ist momentan noch nicht angeschlossen. Später wird es dann eben auch mit so einem Bud-Switch gemacht. Das könnten wir eigentlich jetzt schon mal alles hier machen. Genau, ich würde sagen, ich mache hier schon mal den Eingang, dann haben wir das schon mal hinter uns. Und wir sehen uns vermutlicherweise sofort wieder, weil ich das Ganze vermutlicherweise werde ich das Ganze vermutlicherweise, nicht nur vermutlicherweise, sondern auch vermutlicherweise aufnehmen. Und dann vermutlicherweise in Super Fast Mode, sprich vermutlicherweise in 333%iger Geschwindigkeit, vermutlicherweise sogar mit Musik im Hintergrund. Und wenn ich jetzt noch schneller rede, dann verstehe ich mich selber nicht mal mehr. Also genau. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie es weitergeht und wir sehen uns gleich. So, und da sind wir wieder und ihr habt gesehen, ich habe nicht alles aufgenommen, aber ein Teil, damit ja ein bisschen seht, wie es läuft, was los ist und wie auch immer. Das mit der Maus, das funktioniert nach wie vor nicht wirklich gut. Manchmal ist nämlich sie übelst schnell und dann ist sie wieder übelst langsam. Jetzt zum Beispiel ist sie übelst langsam. Und dann mal wieder dreht sie sich total bescheuert. Keine Ahnung. Ja, so ist es soweit momentan. Das Ganze werde ich natürlich dann auch nochmal verändern müssen, weil wenn die Kisten wechseln, schaut das natürlich dann blöd aus. Aber dabei lasse ich das mal so. Hier habe ich schon mal die für 1.4 quasi vorbereitet. Hier kommen dann überall die Stufen rundum hin. Deswegen habe ich da dahinter auch keinen Sandstein hingetan. Hier kommt auch rundum. Hier hinter ist Sandstein, müsste eigentlich nicht sein. Hier auch rundum. Hier könnte ich dann sogar auch noch so machen. Ups. Ich weiß zwar nicht, ob das noch was ausschaut. Möglicherweise nicht. Auf jeden Fall würden dann da auch wieder solche Rundum-Dinger hinkommen. Ich glaube nicht, dass das noch was ausschaut. Nee, das schaut nicht nach was aus. Möglicherweise schon. Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal daten. Aber richtig rum dabei mal. Bleibst du dran. Naja, hier sieht man es schon ganz gut. Ihr habt mir gerade das Wrestling gesehen. Das habe ich jetzt dabei schon mal so weit angeschlossen. Allerdings bis jetzt nur an. Ja, an den Hauptschalter, dass es quasi angeht. Oder ausgeht, je nachdem. Aber es ist eben noch nicht mit diesem Bling Bling. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen, deine Augen machen. Ja. Soweit gefällt er mir ganz gut, der Eingang. Oder der Weg überhaupt mal hier so rein. Hier habe ich es überall wieder so gemacht mit Sandstein und Glowstone. Kommt dann eben wieder alles rundherum und so weiter und so fort. Aber der 10x erst in 1.4, wie es wirklich ausschaut. Ja, hier habe ich es so gelassen. Hier bin ich quasi dann mit den Stufen oben gegangen, damit wir hier den Raum auf einer Höhe haben. Können wir wieder wegmachen.
genau. Und ja, dann haben wir hier schon mal einen schönen Eingang, einen Viererbereich, und dann können wir eigentlich quasi schon mal von Haus aus sagen, wenn wir, sagen wir mal, hier Fackeln haben. Ich weiß nicht, ob ich Fackeln, na, werde ich fast haben müssen. Ja. So, und dann können wir ja sagen, im Prinzip direkt daneben. Ich weiß nicht, wie groß denn der sein soll. Ups. So oder so. So oder so. Auf jeden Fall so nicht, weil dann ist es asymmetrisch. Eins kleiner würde genau passen, glaube ich. In das Loch sehen bin ich schon dreimal reingefallen. Deswegen dreimal so Dinger nach oben. Dann würde hier der Ding stehen, jeweils frei sein und dann passen. Hier wird es dann natürlich genauso sein. Was sind das eigentlich für eine Hacke? Warte mal, die fischen sie. Hier der Anvil, da jeweils frei. Ja, das ist jetzt eins zu klein, oder? Ne, das wird's passen. Genau. Ja, und dann hier eben geradeaus nach vorne. Das wäre dann ungefähr da so. Allerdings muss das ein bisschen größer sein. Mindestens so. Wenn sogar nicht noch eins. Ja, ich glaube, ich lasse so. Und dann halt noch die Räume und so gestalten. Das passt dann schon. Genau. Dann würde ich sagen, hebe ich mal kurz die Räume jeweils aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nicht. Jedes Mal fange ich eigentlich, wenn ich eine neue Aufnahme starte, mit so an. Nebenbei bemerkt, ich habe das mal hier geändert. Funktioniert leider nicht ganz. Neben so. Wenn ich mich das abtragen lasse, dann bleiben ein paar Sachen immer dazwischen hängen. Das ist das einzige Blöde. Aber ansonsten wird es halt schön hierher geschossen. Das ist nach wie vor ziemlich voll mit Seeds. Ja, nur mal so nebenbei erwähnt. So, dann schauen wir uns doch. So. Na, dann schauen wir uns doch jetzt mal das hier an. So habe ich jetzt. Verdammt, ey. Neben zweiten Satz kommt bei mir so vor. Das wäre ein anderes gutes Wort dafür. Und schließlich zeige ich euch hier, ja, wie ich den Braustandraum sozusagen jetzt gemacht habe. Zuerst habe ich mir gedacht, ich mache den voll fett groß und so, aber warum? Brauche ich nicht. Ich habe jetzt hier einfach quasi die ganzen Pisten, Pisten sage ich schon. Die ganzen, wie heißen die Viecher? Brewing Stands. Von oben nach hierher verlegt. Und ja, links und rechts, das habt ihr vorher gerade eben gesehen, sind jetzt die beiden Räume. Da wo die Holzdinger sind, kommen dann, oder wo das Holz ist, kommt dann eben der Anvil. Oder eben der Enchanting Table hin. Ich denke, ein Enchanten werde ich hier und Anvil werde ich da drüben hinpacken. Und ja, dann kommt eben links und rechts kommen die Kisten hin. Und ja, vermutlicherweise, ich weiß es noch nicht genau, an die Wand, frei, Kiste. Wir können ja nicht Kiste an Kiste packen, gell? Wieder frei, Kiste, wieder frei, Kiste, wieder frei, Kiste, wieder frei. Ah, hier will ich dann gar nichts mehr hinpacken. Also hier Kiste, frei, Kiste, frei, Kiste, frei. Also nicht. Also überall, wo Torches sind, ist frei. Genau. Ein Vierergang hier und ansonsten hätte ich quasi 1, 2, 3, 4. 4 Reihen mit, 5 Reihen mit Kisten, das heißt 10 Reihen mit Kisten nach links und rechts. Und wenn wir hier noch freilassen, dann hätten wir 1, 2, 3, 4. Hinten natürlich auch noch frei, damit wir am Ende noch durchgehen können. Das heißt 4 und dann eben 1, 2, 3, 4 bis hier hoch. Das heißt 4 Doppelkisten übereinander. Mal kurz rechnen. Dann sind wir bei 8, sind wir bei 32 mal, jetzt haben wir eine Reihe, wir brauchen aber, wie viel haben wir gesagt?
5 rein. Ne, 10 rein. Also 320 Kisten. 320 Kisten. Sind wir bei 2560 Holzblöcke. Wenn mich nicht alles täuscht. Wie habe ich gesagt? 2560, oder? Geteilt durch 4. Das kann aber nicht sein, oder? 640. Also geteilt auf 64. Dann bräuchte ich genau 64 Stacks Holz, kann es sein? Kann das sein? Ich glaube, ich muss das nochmal neu rechnen. Ich glaube, ich habe da irgendwo einen Wurm drin. Ne, 10 Stacks Holz brauche ich. So, jetzt hat. Hey. 10 Stacks Holz brauche ich. Das habe ich, glaube ich, sogar. Da mir ja der eine Käufer das nicht abgekauft hat. Ja, habe ich noch 10 Stacks Holz, habe ich noch locker. Fast 20 Stacks eher schon. Mit dem anderen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bauen wir doch hier mal schon die ganzen Kisten rein, oder? Oder nicht? Oder soll ich das System doch anders machen? Weil ich will ja irgendwie die Item Frames wieder hin dort benutzen. Und wenn ich eins direkt dran habe, dann kann ich nicht auf beiden Seiten Item Frames haben. Das heißt, ich müsste eigentlich das so machen. Hier Kisten. Gehst du da weg. Genau so. Dann so. So nicht. Dann wieder zwei frei. Und hier wieder Kisten. Da auch nicht. So. Und dann vielleicht doch noch bis hierher. Ah, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Das glaube ich wäre was gescheiter, weil dann kann ich von beiden Seiten jeweils die Item Frames platzieren. Hab 1, 2, 3, 4, fast 5 Reihen immer noch. Also bis auf 1 Platz quasi. So wäre es besser, glaube ich. Ja, ich fülle das Ganze hier mal mit Kisten auf und das dürften wir nämlich noch machen können in dieser Aufnahme. In der nächsten Aufnahme muss ich dann, oder bis zur nächsten Aufnahme muss ich dann mal wieder hier meine Sandsteinkiste befüllen. Ist nämlich aus und empty. Ich musste sogar, glaube ich, schon 4 Stacks Sand oder so habe ich jetzt mittlerweile schon zu Sandstein verwandelt und so. Aber jetzt ist definitiv Sense. Das heißt, das mache ich dann bis zum nächsten Mal wieder oder in der nächsten Folge wieder so einen kleinen Timelapse. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass ich hier diese Seite komplett mit Kisten voll bekomme. Und schon sind sie da. Eine Überraschung, die man nicht erklären kann. Vielleicht sollte man dazu mal wieder ein Galileo Mystery Spezial machen. Vielleicht dann. Irgendwann mal. Ja, alle Kisten sind da. Ihr seht, ich habe sie alle so gemacht, dass die Öffnungen nach vorne sind, bis auf eben diese Reihe. Weil ich mir gedacht habe, man kommt ja von hier rein und dann schaut schöner aus, wenn alle so dastehen. Geholfen hat mir übrigens Messer. Vielen Dank auch Messer. Die war nämlich gerade da. Und hat sie mir gerade eben ein bisschen geholfen, die Kisten hin zu platzieren, denn das Ganze ist mehr Arbeit, als man eigentlich denkt. Man muss hier überall komplett Erde, beziehungsweise hier komplett Erde hinsetzen. Drei Reihen quasi hoch und damit man dann diese Kisten platzieren kann. Oder man baut halt drunter Erde drauf, setzt die oberen Kisten, reißt wieder Erde ab, setzt die anderen Kisten. So oder so, es ist ein langer, langer, langer Prozess. Ja, so sieht es jetzt aus. Gefällt mir ganz gut. Zwischendrin werde ich jetzt entweder dann später eben Zäune setzen. Oder aber was anders. Sprich irgendwie Blöcke oder so. Aber ich hoffe, dass es mit Zäunen geht, weil ich hätte, glaube ich, da ganz gerne Zäune dran. Ich weiß es noch nicht. Das muss ich dann eben erst mal ausprobieren. Momentan sind wir noch nicht in der 1.4. Aber so glaube ich, hätte ich es lieber. Vor allem man könnte das Ganze dann auch hier bequem eben so runter stacken lassen. Und dann sieht es auch noch ein bisschen
Bisschen geil aus, wenn die da einfach nur so oben rumhängen, glaube ich. Oder? Oder sieht das scheiße aus? I don't know, actually. I thought maybe it would be cool, but on the other hand, irgendwie nicht. Ja, sehen wir dann. Für diese Folge reizt jetzt, würde ich sagen. Die andere Seite mache ich jetzt noch nicht. Erstens, weil da die Kisten sind. Zweitens, ja, muss ich eh noch umräumen und dann würde ich erstmal diese Seite soweit fertig haben. Gekostet hat mich das Ganze 4,7 Stacks, glaube ich. 4,75 Stacks. Holz hat mich das gekostet. Ich hatte am Anfang, habe ich mir, wie ihr gesehen habt, erstmal 2 Stacks und 16, glaube ich, Kisten gemacht. Haben da nicht gereicht. Dann habe ich mir nochmal 16, glaube ich, machen müssen. Ne, nochmal 32 habe ich mir, glaube ich, sogar gemacht. Genau. Also man braucht knappe 3 Stacks. Und ja, für jetzt belassen wir es hier dabei so. Mal schauen, vielleicht ist bei der nächsten Aufnahme dann schon die 1.4 auf dem Server. Und oh mein Gott, was macht die Messer da wieder? Ich habe sie ertappt. wisst ihr was? Da haben wir jetzt gerade. Probieren wir gerade mal noch kurz was aus. Ja, wir haben ja hier schön Weak Poison, Weakness und Instant Damage. Lalalala. Hauen wir uns vorher noch kurz eine Speed Potion rein, damit wir auch schnell wieder weg sind. Dann noch kurz eine Dingsens Potion. So, und jetzt hat Weakness. könnte sein, dass sie jetzt sogar stirbt. Ich weiß es nicht. Wenn ich noch eine Instant Damage Potion hätte, auf jeden Fall. Aber so gemein das sind wir jetzt mal nicht. Schauen wir mal, vielleicht schafft sie es. Ich weiß es nicht. Schafft sie es? Sie schafft's. Ist ja langweilig. Aber vielleicht mit der noch dazu? Ah. Halbes Herz. Ja, also mit der nächsten Instant Damage Potion hätten wir es auf jeden Fall geschafft gehabt. Aber so gemein sind wir nicht zu unserem Messer. Tut mir leid, Messer. Ah. Gut. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und ja, bis dahin dürften ihre Herzen auch wieder generiert sein. Und ja, wir sehen uns dann. Ciao. Da da du du